Servus, liebe Kinderoutdoorer, ich hoffe, euch geht's soweit gut. Ihr kennt es sicher alle, Kindergeburtstag steht vor der Tür, Schnitzeljagd, Pfarrfest, Vereinsfest, Familienfest. Weiß ich, was für Feste alles gibt, wo ihr mitfeiert. Und dann wird dann oft gefordert, könntet ihr nicht da auch was machen? Dosen werfen, ganz ehrlich, war in den 70er Jahren schon stinklangweilig. Tau ziehen, kein ein bisschen in die Hose geht das Ganze. Also macht doch was, was die wenigsten kennen. Und ich zeige euch das alles, das gab es bei uns früher am Dorf. Da war das ein beliebtes Spiel. Ich weiß bloß nicht, wie man es nennt. Wir haben das früher mit Erbsen gespielt. Das kann man heute natürlich nicht mehr mit Erbsen spielen. Erbsen sind Lebensmittel, die darf man nicht zerschlagen und damit spielen. Nein, wir nehmen Kirschkerne. Das hier ist keine Erbse, das hier ist ein Kirschkern. Okay? So, was braucht ihr? Zwei Nägel, einen Hammer. Wenn es geht, einen Trichter, das ist die Luxusversion. Zwei Kabelbinder und ein Stück von alten Schlauch, dann eine Holzscheibe und ein Stück Ast bzw. ein Rundholz. Rundholz ist rausgeschmissenes Geld, um ehrlich zu sein. Nehmt einfach einen Ast. Ich habe jetzt da schon mal reingebohrt und den Ast, den Haselnussast, einfach reingesteckt. So, und jetzt werdet ihr euch gleich wundern, wie flott das Ganze vonstatten geht. Als erstes befestige ich oben den Schlauch. Also ein Ende vom Schlauch. Den fixiere ich mit dem Kabelbinder am Stecker, führe den Schlauch, jetzt wird das Ganze ein bisschen, führe den Schlauch ein paar Mal um den Schlauch herum. Also jeder wie es will, wie oft ist es euch überlassen. Hat den Hintergrund, dann wird das Spiel erst richtig lustig. Fixieren jetzt da auch nochmal mit Kabelbinder. So, Kabelbinder ist schon was Feins. Also egal, wie es erfunden hat, der hat in meinen Augen den Nobelpreis dafür verdient, der Mensch, der das gewesen ist. Weil Kabelbinder auch beim Skibergsteigen oder sonst was kannst du immer brauchen und kommt auf jeden Fall gut an. So, und jetzt zum Schluss machen wir hier nur zwei Nägel fest, indem dann der Schlauch ruht. Und dann ist dieses Spiel, sei es jetzt fürs Pfarrfest oder fürs Vereinfest oder was immer, ist dann auch schon fix und flapsig für euch. Ist schon fertig gebaut und ihr habt auf jeden Fall einen Hingucker. Was natürlich ganz, ganz toll ist, wenn dieser Schlauch nicht wie bei mir undurchsichtig ist, sondern wenn ihr einen hernimmt, der durchsichtig ist. So, zum Schluss noch oben den Trichter rein, aus dem Grund einfach reinschmeißen, den Kirschkern, warten bis er durchkommt und draufhauen. Ja, haben wir ihn schon erwischt. Was sagt's jetzt? Also, Kirschkern oben reinschmeißen, wenn er unten rauskommt. Aber ihr werdet sehen, wichtig ist bei dem Spiel, bitte nicht so einen Handwerkerhammer, sage ich mal, verwenden, weil die Trefferfläche doch deutlich klein ist es so ein Holzhammer. Jetzt kann so ein Holzhammer hat, mit dem Holzbildhauer den hernehmen. Dann nimmt es einfach so einen Gummihammer her, wie man es für Camping hernimmt. Und was auch wichtig ist, die Kinder bitte eine Hand hinterm Rücken, weil die neigen dazu wie beim Hammern, dass der Finger vorne ist und dann kommt der Kirschkern raus und krawusch, au! Und dann kennt euch jeder, weil dann die Kinder alle mit einer blinkenden linken Hand, beziehungsweise wenn es links sind, das auch mit einer blinkenden rechten Hand davor kommen, die haben nicht dann das Ding ganz toll erwischt, allerdings auch ein paar Finger mit. Also bitte die Kinder auch sagen, immer schön die Hände entweder in die Hosentasche oder hinter den Rücken nehmen und dann batsch, ja. Ganz simpel gespielt, macht sicher Lust, macht sicher Spaß und die Kinder haben ihr Gaudi dabei, so soll es ja auch sein, aber bitte keine Erbsen hernehmen oder sonst was, keine Lebensmittel, sondern nur Kirschkerne. Ja? Die dürft ihr platt machen. Eignet sich ja super für eine Schnitzeljagdstation. Wie gesagt, könnt ihr öfter rumwickeln, wie immer ihr wollt. Und die Kinder haben garantiert ihr Gaudi dabei. Also, liebe Kinderautoren, wieder was gelernt für heute. Die Hände bitte immer hinterm Rücken nehmen bei dem Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Weitere tolle Ideen findet ihr auf kinderoutdoor.de. 24 Stunden am Tag, frei von Webbannern, frei von Werbung, frei von Affiliate-Links. Und natürlich gibt es auch bei uns keine Mitgliedschaften. Das überlassen wir anderen kleinen Geistern, die auf jeden Cent angewiesen sind.
Ihr dürft uns gerne liken und ihr dürft gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren, dann kriegt ihr jeden Tag so tolle Unterhaltung wie heute. In dem Sinn, macht es gut, passt auf euch und die Kinder auf. Pfiat euch, Servus, euer Uli.